Der Hon spricht Klartext. Und wenn der Hon Klartext spricht, dann freut sich die Hon-Familie, weil sie natürlich Dinge erfährt oder vielleicht sogar schon weiß, weil sie selbst erlebt hat, was da draußen alles los ist. Ich sag nur Chaos. Und da mir sehr viele schreiben, ich kriege ja Informationen, die ich auf der einen Seite schon kenne, die ich schon angesprochen habe. Hon, du hattest mal wie immer recht, ja? Also wenn ich sowas lese, freue ich mich. Wenn ich dann natürlich das zweite lese, dass sich dieserjenige Follower auch noch an diesem Airport oder bei dem Service Management beschwert hat, indem er also dahingeschrieben hat und gesagt hat, pass mal auf, das ist eine Unverschämtheit, die da stattgefunden hat, das kann man so mit uns nicht machen, wir sind Kunden. Auch da nochmal, wir alle sind Kunden und wir sind es denen hoffentlich wert, guten Service zu bekommen. Dafür bezahlen wir Geld, dafür sind wir freundlich, wir sind vorbereitet, wenn wir also mit Maske und Test und Impfung und all diesen Dingen heute kommen. Also erwarten wir auch, dass die Airports, die Airlines, die Hotels, die Chauffeurdienste etc., dass die alle vorbereitet sind auf uns, damit wir das, was wir bezahlt haben, auch bekommen. Und der Berliner Airport, der hat eben, ich sag mal, seinen Service und seine Hausarbeit nicht gemacht. Warum nicht? Da hat mir zum Beispiel mein Follower, der Hobbypilot, geschrieben. Der hat mir eine Mail geschrieben, das war die Antwort auf eine Beschwerde meinerseits. Ja? Also das heißt, ich kriege ja dann hier per Instagram oder per Twitter Informationen von euch und die gucke ich mir natürlich an und sage, ah, das ein oder andere Thema, das kennt ja schon der ein oder andere. Oder es ist mal wieder ein Thema, was es sich auch absolut lohnt, daraus mal einen Klartext zu machen. Also das heißt auch hier nochmal ein Dankeschön für alle, die mir schreiben und die mir auch natürlich das ein oder andere Thema geben als Klartext, weil ich mache daraus dann Klartexte, weil ich es unverschämt finde, wie manche hier auch arbeiten und wie die antworten und wie die reagieren. Und diese Reaktion, die ich jetzt also hier zum Beispiel ganz aktuell bekommen habe, die möchte ich euch vorlesen. Also das heißt, ich gehe da mal rein und schau mal, was da genau drin steht. Also das Kundenbüro steht also hier, das Kundenbüro des BER hat geantwortet, Flughafen Berlin-Brandenburg. Da ging es also um das Thema Priority Lane. Der Hobbypilot hatte das Problem, dass er schlecht daran kam. Fastlane gar nicht existierte. Also das heißt, lange Schlangen und er endlos lange in diesen Schlangen stand und da natürlich auch irgendwie eine Lösung haben wollte. Und die Antwort, ich meine auch das, diese vorgefertigten Antworten, die es ja mittlerweile gibt, die gab es schon immer, aber jetzt sind sie schon regelrecht perfide. Also diese Antworten, da kriege ich schon, da wachsen mir Hörnchen, ja, da braucht der Vogel Wasser, ja. Also die schreiben ihre Mail und die Priority Lane. Sehr geehrter Herr, ja, so und so, oder sehr geehrte Dame, wie die schreiben. Vielen Dank also für die Mail bezüglich Ihrer Erfahrung unserer, und jetzt kommt's, Priority Lane. Das finde ich schon so genial. Also, wenn die schon so anfangen, das ist so standardtechnisch, ja. Wir bedanken uns, dass Sie diese Erfahrung mit uns teilen. So kommen die. So, das ist schon ein, da braucht der Vogel und die andere Seite, die braucht Doppelwasser. Das ist sowas von, ich weiß gar nicht, da könnte ich aufs Klo rein. Ehrlich. Ja, so. Da hebt's mich. Also wenn ich diese Ansage oder den Motto, teilen Sie doch gerne Ihre Erfahrung mit uns. Nein, ihr da drüben im BER, ihr müsst euren Service verbessern. Ich meine, und es ist also nicht nur in Hamburg so, sondern ist eben auch überall so. Aufgrund personeller, und jetzt kommt's, was die sich auch in der PR-Abteilung, in der Social-Media-PR-Abteilung einfallen lassen. Heißt also, die haben da Psychologen beauftragt, die sollen sozusagen Texte schreiben, die die Menschen beruhigen. Ich lese mal vor, es ist wirklich interessant. Aufgrund personeller Unterdeckung, personelle Unterdeckung, unterbesetzt sein, also weil wir die Leute nicht wieder zurückholen, weil wir sie in der Kurzarbeit lassen und wir sagen, wir testen mal aus, ob wir das auch mit weniger Personal hinkriegen. So. Das ist ja der Hintergrund. Es geht ja nicht darum, es tut uns furchtbar leid, dass wir zu wenig Personal oder dass da momentan in dieser Minute, wo sie da waren, es relativ voll war. Nein, es ist ja immer voll. Da gibt es dann ganz wenige Ausnahmen. Und sie holen das Personal nicht zurück. Das ist eben bezahlt bis Ende des Jahres auf unsere Steuergelder. Ja, nochmal ganz wichtig. Das bedeutet ja, die sind in Kurzarbeit und werden von uns Steuergeldern bezahlt. Und bevor sie die jetzt zurückholen, sagen sie, kriegen wir auch anders hin. Wir müssen noch ein bisschen Geld ausgleichen und der Vorstand will ja auch noch ein bisschen Geld kassieren. Also von der Seite, meine BR hat, glaube ich, auch gerade wieder einen neuen Geschäftsführer, ne?
ist auch alles Kacke, also wirklich. Also nochmal, man muss es auf der Zunge zergehen lassen, so sensationell finde ich das. Also aufgrund personeller Unterdeckung des Sicherheitsdienstleisters der Polizei. Guck mal, da schiebt wieder der eine es auf den anderen, ne? Welche für die Sicherheitskontrollen verantwortlich ist, wurde entschieden, in Ausnahmefällen auch die Prio- und Schwerbehindertenzugänge für Gäste zu öffnen, um eine rechtzeitige Abfertigung zu ermöglichen. Also nur in Ausnahmesituationen. Das bedeutet also auch für Schwerbehinderte, das muss man sich mal vorstellen, gleichgesetzt mit der Schwerbehindertenlehne, also mit Menschen mit Handicap, das ist schon eine Frechheit. Das finde ich schon eine unglaubliche Frechheit. Menschen mit einer Behinderung gleichzusetzen mit Vielflieger-Fastlanes, das ist so weit weg von Gut und Böse, würde ich sagen. Also hier muss der Psychologe nochmal nacharbeiten bei dieser Abteilung, weil, na gut, BER, was soll man da sagen? Ja, da kann man nicht viel sagen. Weil diese Menschen brauchen eine besondere Aufmerksamkeit. Das kann man nicht durch einfach die Fastlane-Security da reinschicken, sondern das muss extra laufen. Und das in einer Geschichte zu nennen, wo sich ein Vielflieger beschwert, ist schon ein bisschen dürftig. Also muss ich sagen, da wackelt mir das Ohr, ja? Wir bedauern, dass es dadurch bei Ihnen trotz Ihrer Priority-Lane-Berechtigung, oh, da streicheln Sie ihn, ja? Da pinseln Sie ihm sozusagen ein bisschen Puder unter die Nase, ja? Und dann, oh, Sie sind ja ganz gut, obwohl sie berechtigt sind, zu einer verlängerten Wartezeit. Verlängert? Ich sag mal Quatsch, wenn der fast eine Stunde da steht. Ich meine, das ist ja nicht verlängert. Das ist ja Lebensraumzeitdiebstahl. Das ist Lebensdiebstahl. So ist es. Lebenszeitdiebstahl. Das ist das richtige Wort. Es haben bereits Gespräche mit der Bundespolizei stattgefunden. Aber auch hier nochmal. Wieso mit der Bundespolizei? Der Airport ist derjenige, der bezahlt. Und wenn die Bundespolizei nicht bezahlt wird, dann machen die keinen Service. Das ist doch ganz einfach. Haben die also mehr Dinge auf, läuft es auch schneller. Und wenn sie mehr Personal haben, geht es noch schneller. Also es ist eine Frage des Geldes. Die haben aber jetzt gesagt, sie haben also mit denen gesprochen und von der Seite hoffen sie also, dass das dementsprechend vorangeht. Ich wiederhole das nochmal. Es haben bereits Gespräche mit der Bundespolizei stattgefunden, in welchen die personelle Unterdeckung des Sicherheitsdienstleisters in den letzten Tagen thematisiert wurde. Dadurch erhoffen wir uns, derartige Situationen zukünftig zu vermeiden. Für Ihre zukünftigen Flüge wünschen wir Ihnen stets reibungslose Abläufe. Freundliche Grüße, Qualitäts- und Beschwerdemanagement. Wir sind wirklich in dieser Kategorie und ich meine, ich habe es ja in vielen Videos schon erzählt. Das ist jetzt einfach nur nochmal ein Klartextvideo, um es zu aktualisieren. Also, das ist nicht besser geworden, es ist alles weiter schlimmer. Man lässt die Leute weiterhin in Kurzarbeit. Man holt irgendwelche billigen Arbeitskräfte ran, die man ganz schnell irgendwo dahinstellt und schiebt es von dem einen auf den anderen. Das heißt also, wenn es sozusagen der Airport nicht ist, dann war es die Security. Und wenn es die Security nicht war, war es die Polizei. Und wenn die Polizei das nicht war, dann war es irgendein Dienstleister, also ausgesourcet. Es ist ja sowieso alles hausgemachte Probleme. Alles Probleme, die täglich wir zu erdulden haben. Also nochmal, das ist ja keine Lappalie, das ist ja keine Geschichte oder dem Motto, ach, das ist doch nicht so schlimm. Ich habe ja auch in der Vorbereitung für euch ein zweites Video, das solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen, und zwar, dass auch diese Problematik mittlerweile im VIP angekommen ist. Dazu ein VIP Frankfurt-Problem. Müsst ihr mal eingeben, aktuell VIP Frankfurt. Also, Klartext der Horn natürlich. Wortkarg wird man da. Da fängt sozusagen an, man auch falsch zu atmen. Das bedeutet also, wenn man über diese Problematik, die da draußen stattfindet, ernsthaft nachdenkt, dann weiß man natürlich, woher das kommt. Dann weiß man, wo das Problem liegt. Aber keiner, nochmal, keiner ist daran interessiert, diese Problematik in irgendeiner Form für uns zu lösen. Ich meine, es gibt ja Verbraucherzentralen, die wurden ja damals eingerichtet, um praktisch für Bürger, die ein Problem haben, eine Lösung zu finden, indem sie auch mit der Verbraucherzentrale klagen können. Grundsätzlich noch eine gute Einrichtung, aber im Endeffekt auch diese Verbraucherzentralen sind verkommen. Das ist nur noch eine Art Gelddruckmaschine. Da kostet ja jede Anfrage 5 Euro mindestens. Wenn du die in irgendeiner Form mal sagst, hallo, darf ich fragen, kostet schon 5 Euro. So als Beispiel. Und dieses, weil das alles in so standardisierte Dinge übergelaufen ist, bleibt einfach für uns Kunden extrem wenig übrig. Die einzigen Entscheidungen, die wir haben, ist ja dann eben nicht zu fliegen oder nicht unterwegs zu sein. Das hat ja zum Beispiel, habe ich ja gemacht. Also der Horn hat ernsthaft viele Dinge nicht gemacht, weil ich wusste, Service schlecht.
oder da bekomme ich nicht das und das, oder ich habe das Hotel zum Beispiel gar nicht gebucht oder auch nicht den Chauffeurdienst, habe dann sogar lieber ein Taxi genommen. Ich sage mal nur Beispiel auch in Hamburg. In Hamburg Chauffeurdienst, das kann man teilweise machen, aber da muss man genau abwägen, weil auch da Preis, Leistung, Qualität in einem extremen Unterschied steht. Also ich kann für ein Taxi zum Flughafen, sagen wir mal Beispiel, 50 Euro ausgeben, weil es ein gutes Taxiunternehmen in Hamburg gibt. Ich kann aber auch 200 dafür bezahlen, nur weil da drauf VIP steht. Man muss einfach, und das ist mein ganz wirklich ernst gemeinter Tipp an alle da draußen, nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, schaut euch die Dinge genau an. Prüft diese Dinge auch. Geht mal in die Tiefe, googelt mal. Ich meine, ist doch alles einfach und es ist doch, wenn man so will, vielleicht eine halbe Stunde Arbeit. Man nimmt sich eine halbe Stunde Arbeit, um sich praktisch sich selbst einen exzellenten Service vorzubereiten. Und das müssen wir, denn wir können uns leider nicht auf diese Dinge verlassen, die da draußen stattfinden. Wer gut vorbereitet ist, der kann zumindest einigen dieser extrem vielen Probleme und vor allen Dingen auch vielleicht sogar einen Teil des Schadens vermeiden. Ist ein Go! Hier bei der Hon Klartext. Abonnieren, liken und wiederkommen, logisch, bei der Hon und weiterempfehlen. Wendo. 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 Wendo.